Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Bevor es mit dem eigentlichen Video losgeht, möchte ich mir noch einmal kurz die Zeit nehmen, um euch frohe Weihnachten zu wünschen. Wir haben heute den 4. Advent, Heiligabend, und ich hoffe, dass ihr diesen, ja, besinnlichen Abend im Kreise eurer Lieben verbringen könnt, mit vielen Geschenken, mit viel Lachen, mit viel Essen und einfach, ja, dem Beisammensein. Denn Weihnachten alleine, das, ja, ist nicht schön. Ich weiß, das passiert auch, das kommt vor und das tut mir wirklich jedes Mal unheimlich leid. Denn Weihnachten ist für mich einfach so ein Fest, was man im besten Fall im Kreise seiner Lieben feiern sollte. Und ich hoffe einfach, dass es jedem Einzelnen von euch vergönnt ist und wünsche euch an dieser Stelle von Herzen frohe Weihnachten. Natürlich gibt es heute zum 4. Advent auch noch ein kleines Gewinnspiel. Das findet ihr wie immer am Ende des Videos und die Regeln findet ihr unten in der Infobox. Aber heute geht es um die Colourpop Black Friday Mystery Box. Ihr wisst, ich liebe Colourpop bzw. ich liebe die ganzen Mystery Box Aktionen. Das ist ja immer voll meins. Ich könnte jeden Tag eine Mystery Box kaufen. Ich habe da einfach Freude dran. Die Mystery Box ist jetzt vor einigen Tagen gekommen. Bezahlt habe ich für die Mystery Box an sich 49 Dollar. Ich habe mir aber noch eine Palette dazu gekauft, um auf den kostenfreien Versand zu kommen und weil ich die Palette eben haben wollte. Zoll habe ich, glaube ich, auch aufgrund der Palette extra 12,80 Euro bezahlt und 6 Euro Auslegegebühr. Das heißt plus minus, ja, 18 plus Euro nochmal extra drauf. Aber das ist es mir vollkommen wert, denn ich liebe die Mystery Boxen. Von daher rede ich jetzt auch nicht weiter um den heißen Brei, denn wir haben eine große Mystery Box zum Auspacken. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Mystery Box von Colourpop. Ich würde sagen, dass wir einmal mit der Palette anfangen, die ich mir, ja, von mir aus geholt habe, die nicht Teil der Mystery Box gewesen ist. Und die finde ich einfach nur wunderschön. Als ich die zum ersten Mal gesehen habe, war ich schockverliebt. Das ist die Aurora Struck Palette. Und schaut euch nun mal diese wunderschöne Palette an. Ich meine, die Nordlichter sind sowieso ein Phänomen für sich, eine wunderschöne Sache für sich. Und als ich die Palette gesehen habe, ja, da war es einfach um mich geschehen. Die sieht von innen genauso hübsch aus wie von außen. Hat, glaube ich, wieder keinen Spiegel mit drin, was mir aber egal ist. Also ich brauche nicht unbedingt einen Spiegel in den Paletten. Und das hier ist die Aurora Struck Palette von innen. Eine sehr kühle Palette. Dominiert wird sie von Lila, Grün und Blautönen. Also eine sehr eisige Palette und einfach die Töne, die man auch, ja, in den Nordlichtern wiederfinden würde. Ich finde sie wunderschön. Also ich habe ja sowieso eine Schwäche für kühle Lidschattenlooks, für Blau, für Grün und ja, die Palette hat einfach meinen Namen geschrien und ach, die ist bildschön. Nun machen wir aber wirklich mit den Teilen weiter, die sich eben in der Mystery Box befunden haben. Ich habe jetzt einfach blindlings reingegriffen und hier hätte ich einmal den BFF Liquid Liner in der Farbe The Hills. Das ist ein Ton, den ich tatsächlich in der vorletzten Mystery Box auch schon hatte. Das heißt, ja, den hier habe ich schon bei mir zu Hause, habe ihn fairerweise noch nicht verwendet. Ich würde den hier jetzt auch zulassen, aber bei The Hills handelt es sich um ein Tannengrün. Ich habe tatsächlich noch keine Erfahrung mit den Liquid Linern von Colourpop. Ich habe hier zwar den einen oder anderen rumliegen, habe ihn aber irgendwie, ja, noch nicht verwendet, da er, da ich ihn einfach vielleicht auch so ein bisschen vergessen habe. Das hier ist, wie gesagt, The Hills, ein eigentlich schöner Grünton, aber ja, da ich diesen hier wirklich schon zu Hause habe, den nicht verwende und ich nun wirklich keine zwei Liner brauche, wird der hier weiter wandern. Ein Produkt, welches wahrscheinlich bei mir bleiben wird, ist der Feather Effect Brow Pen in der Farbe Black Brown. Das ist ein, ja, flüssiges Augenbrauenprodukt in einer Farbe, die mir
potenziell passen könnte. Ich nutze gerade den ganz normalen Augenbrauenstift von Colourpop und der hat dieselbe Farbe. Von daher, ja, farblich weiß ich, dass der passen dürfte. Aber ich habe tatsächlich noch nie so einen feinen Filzstift für die Augenbrauen verwendet. Normalerweise nutze ich immer einen klassischen Stift, bürste mir den dann so ein bisschen weich aus und fixiere ihn dann mit einem Augenbrauengel. So einen Stift habe ich noch nicht verwendet. Also der ist wirklich super fein, da wird man richtig feine Haare mitzeichnen können. Ich denke mal, jetzt wo ich tatsächlich schon mal die richtige Farbe mit drin habe, werde ich den auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, um ehrlich zu sein, weil ich habe schon relativ dichte Augenbrauen. Ich muss eigentlich nicht viel auffüllen. Von daher ist mir das mit dem Stift irgendwie, ja, erscheint es mir immer so ein bisschen einfacher. Aber wie gesagt, jetzt wo ich ihn schon in einer passenden Farbe hier habe, werde ich den einfach mal ausprobieren. Wir bleiben einmal beim Thema Augenbrauen, denn hier habe ich einen Augenbrauenpinsel mit dabei gehabt. Das hier ist der E14 Pinsel von Colourpop und ihr seht, das ist ein, ja, Duo-Pinsel. An dem einen Ende haben wir einen kleinen Spoolie und am anderen Ende einen kleinen abgeschrägten, ja, Augenbrauenpinsel. Brauche ich nicht. Also ich bin sowieso kein Fan von solchen Duo-Pinseln, da ich meine Pinsel allesamt aufrecht lagere und ich finde es einfach, ja, ein bisschen unhygienisch, wenn eben der Pinsel die ganze Zeit auf einem Pinselkopf steht. Also ich habe dafür keine Verwendung. Ich denke, ich werde das irgendwo mal als Goodie reinschmeißen. Ja, ich hätte mich eher über einen Lidschattenpinsel gefreut, über einen Blushpinsel, über einen Highlighterpinsel, aber das hier ist jetzt böse gesagt so ein typisches Mystery-Boxen-Produkt und das hier werde ich einfach, ja, als Goodie oder so weitergeben. Machen wir mit einem Teint-Produkt weiter, denn in der letzten Mystery-Box lag der Fokus definitiv auf den Lippen, also da waren unheimlich viele Lippenprodukte drin. Hier sind tatsächlich relativ wenig vertreten. Wir haben nämlich endlich mal wieder einen Blush mit dabei. Das hier wäre einmal der Super Shock Blush in der Farbe Count Me In. Blushes, finde ich, waren in letzter Zeit relativ wenig in der Mystery Box vertreten. Und Count Me In ist ein richtig schöner, wie beschreibe ich diese Farbe jetzt? Ein helles Rostrot, hätte ich fast gesagt. Also peachig ist er nicht so richtig, auch wenn er in der Kamera, wobei er kommt in der Kamera eigentlich relativ gut rüber. Ich würde sagen, es ist ein blasses Ziegelsteinrot. Das würde ich sagen. Ich swatche den jetzt noch nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn behalten werde. Von Colourpop habe ich aktuell tatsächlich keinen Blush bei mir zu Hause. Die haben ja auch die ganz normalen gepressten. Von den Super Shock Blushes hatte ich auch noch nicht so viele bei mir zu Hause. Vielleicht, ja, sollte ich die einfach mal ausprobieren. Aber das ist auf jeden Fall endlich mal wieder eine schöne Abwechslung. Die Highlights der Mystery Boxen sind natürlich immer die Paletten. Und in dieser Mystery Box gab es tatsächlich zwei Paletten. Und das ist gerade im Vergleich zur letzten sehr lippenlastigen Box natürlich ein großer Fortschritt. Zum einen hätten wir die Off Melrose Palette. Die ist wunderschön. Ihr wisst, Palmen finde ich grandios. Alles, was mit Palmen zu tun hat, mag ich eigentlich grundsätzlich schon sehr gerne. Aber bei dieser Palette, so schön ich sie von der Optik auch wirklich finde. Also ich meine, die sieht sehr sommerlich, sehr urlaubsmäßig aus. Also von der Optik her ist sie wunderschön. Vom Innenleben finde ich sie aber tatsächlich ein bisschen langweilig. Also das ist jetzt eine Palette, wo ich sage, okay, da gefällt mir die Color Story einfach nicht. Also die Farbzusammenstellung spricht mich nicht an. Es sind allesamt Farben, die ich irgendwie schon in meiner Sammlung habe. Und ja, ich meine, es ist eine gute Alltagspalette. Es sind alles alltägliche Töne, mit denen man schöne Looks zaubern kann. Also versteht mich nicht falsch, ich kann sie nicht brauchen. Das heißt aber nicht, dass es eine schlechte Palette ist, um Gottes Willen. Mich spricht einfach nur die Zusammenstellung nicht an und die Farben habe ich halt zuhauf in meiner Sammlung. Von daher wird die hier auf jeden Fall weiter wandern. Aber ich finde es halt wirklich gut,
dass sie mal wieder eine Palette reingelegt haben. Ich glaube, bei der letzten Box hatten wir auch eine, aber die war halt, wie gesagt, sehr, sehr, sehr lippenlastig. Diese hier hat wieder eine schöne, ausgewogene Mischung mit drin und die Colourpop-Paletten, die sind halt auch wirklich gut. Also ich habe sehr viele zu Hause und ja, finde die eigentlich von der Qualität her durchweg gut. Die hier finde ich einfach nur nicht ganz so spannend, von daher wird die hier weiter wandern. Wir machen mit einem Produkt weiter, welches ich ebenfalls schon einmal in einer Mystery Box hatte, welches ich mir so wahrscheinlich nicht gekauft hätte, es aber praktisch ist, zu Hause zu haben. Und zwar wären das von 4th Ray. 4th Ray ist die Skincare-Hautpflegereihe von Colourpop, die Super Fresh All-Over Cleansing Towels. Also ja, ein großer Batzen an Abschminktüchern. Die hatte ich, wie gesagt, in meiner ersten Mystery Box hatte ich die. Ja, die kann man halt immer mal gebrauchen. Also wenn ich mal unterwegs bin, gut, würde ich jetzt nicht diese riesen Packungen mitnehmen, aber wenn ich mal Swatches entfernen möchte oder mein Gesicht, wenn ich zu faul bin, dann doch nochmal so ein bisschen nachreinigen möchte, dann greife ich auch dazu. Also bewusst nachkaufen werde ich sie nicht, weil ich von den Abschminktüchern eigentlich tatsächlich komplett weg bin. Aber jetzt, wo ich sie schon mal in der Box habe, jetzt, wo ich sie schon mal bei mir zu Hause habe, werde ich die hier auf jeden Fall verwenden. Die Krux an den Mystery Boxen ist natürlich, dass immer Farben oder meist Farben mit reingelegt werden, die nicht so gut weggehen und von denen es einfach noch zu viele gibt. Von daher sind die Farben tatsächlich immer etwas funky. Wir hätten hier jetzt nämlich einen zweiten BFF Liquid Liner in der Farbe Ducky. Und Ducky, ich drehe den Stift mal um, hier könnt ihr die Farbe sehen. Ducky scheint ein heller Rosaton zu sein. Das hier ist jetzt auch ähnlich wie, was heißt ähnlich, genauso wie The Hills, ein Felt-Tip, also ein Filz-Eyeliner. Und bei dem bin ich jetzt am Überlegen. Also ich habe einen hot-pinken Kajal von Colourpop. Zu dem greife ich nicht. Aber das hier ist jetzt ja ein, ja, Liquid-Eyeliner. Und ich könnte mir vorstellen, dass der mit einem pinken Augen-Make-up eigentlich ganz gut sein wird. Von daher würde ich sagen, mache ich den jetzt doch einmal auf, da ich den hier jetzt doch wahrscheinlich, ja, behalten werde. Ja, das ist ein, seht ihr nicht, ne? Das ist ein sehr helles Rosa, wie eben auf der Verpackung auch schon zu sehen war. Ja, den werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Wahrscheinlich wird er bei mir wieder in der Schublade landen und ich werde ihn vergessen. Aber prinzipiell würde ich den auf jeden Fall ausprobieren. Drei Produkte haben wir noch und wir kommen zum, ja, tatsächlich einzigen Lippenprodukt der Box. Das hier wäre ein Velvet Luxe Liquid Lipstick in der Farbe Zoom Zoom. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von dunklen Lippenstiften, habe aber leider immer, ja, ein paar Probleme, was den ordentlichen Auftrag angeht, beziehungsweise die Farben werden halt super oft fleckig und das sieht gerade bei so dunklen Farben natürlich immer nicht ganz so gut aus. Auch hier ist wieder das Problem, hier sieht die Farbe tatsächlich fast schon schwarz aus, aber hier in der Packung ist das ein richtig schönes, dunkles, sehr warmes, lila-stichiges Braun. Eine tolle Farbe. Also den werde ich definitiv behalten. Das sieht nach einer richtig tollen Farbe aus. Ich hoffe, die Kamera fängt das hier so einigermaßen ein. Es ist ein ganz spannender Ton. Schon dunkel, aber nicht zu dunkel, mit einem ganz interessanten Unterton. Also auf den bin ich sehr gespannt. Ist tatsächlich das einzige Lippenprodukt hier in der Box. Beim letzten Mal hatte ich ja irgendwie 6 oder 7 Lippenprodukte mit drin. Von daher, ja, es ist das einzige Lippenprodukt, aber es gefällt mir. Von daher wird der hier auf jeden Fall mal ausprobiert. Das vorletzte Produkt ist wieder ein Blush-Produkt. Aber hierbei handelt es sich tatsächlich um einen flüssigen Blush. Wir hätten einmal den Cheek Dew Serum Blush in der Farbe Kiss Kiss. Ich bin tatsächlich kein, naja, Fan nicht. Ich benutze einfach keine, ja, flüssigen Blushes. Von daher gehe ich mal davon aus, dass der hier weiter wandern wird. Der kommt einmal in der Tube. Und das ist auch eine sehr schöne bräunliche Farbe. Ich glaube, dass mir der hier fast ein bisschen zu dunkel sein dürfte. Ich meine, ein Serum Blush, wahrscheinlich kann man den sehr, sehr schier auftragen, ihn sehr gut ausblenden. Aber
ich möchte es nicht riskieren. Also dann ist er doch zu dunkel, ich habe das Produkt angebrochen, kann es dann nicht mehr so gut weitergeben. Von daher würde ich den hier wahrscheinlich komplett verschlossen lassen. Ist spannend. Also gerade auch jetzt hier in der Tube, ein Serumblush klingt sehr spannend, aber ich kenne mich, ich greife tatsächlich ausschließlich zu Puderblushes. Von daher wäre das ein Produkt, was bei mir wahrscheinlich ja, Staub ansetzen würde. Von daher wird das hier auch weiter wandern. Ich hatte euch ja vorhin gesagt, dass sich zwei Paletten in der Mystery Box befinden und Colourpop legt als ja, Highlight immer eine große Palette rein. So auch in diesem Fall. Und diese Palette sagt mir tatsächlich überhaupt nichts. Von der hier habe ich noch gar nichts gehört. Das hier ist die It's a Mood Palette. Die kommt einmal hier in der Optik. Die ist auch so ein kleines bisschen erhabener. Wenn man sie auspackt, ist es ähnlich wie bei der Aurora Struck Palette. Die sieht genauso aus, ja, wie die Umverpackung auch. Und bei der Palette, ich bin hin und her gerissen. Da sind nämlich wieder so schöne Blautöne drin. Die erinnert mich ein ganz kleines bisschen an die Palette, die ich in der letzten Mystery Box hatte, da die eben auch so viele neutrale und so viele Jewel, also solche ja, Juwelentöne mit drin hatte. Aber die ist eigentlich schon schön, die hier. Hier hat man auf jeden Fall von ja, Gefühl jeder Farbe etwas drin. Also man hat eine gigantische Auswahl. Man kann farbige Looks kreieren, man kann nudigere Looks kreieren, man kann nudigere Looks mit einem Pop of Color kreieren. Also man hat hier wirklich eigentlich alles drin. Aber sie spricht mich nicht ganz so an. Sei es jetzt von der Optik. Also bei mir muss das halt alles irgendwie passen. Ich habe so, so viele Paletten und da möchte ich jetzt einfach so ein bisschen mehr selektieren. Und wenn, muss mich eine Palette komplett umhauen. Die hier hat eine wunderschöne Color Story. Aber von der Optik her, da kriegt sie mich irgendwie nicht so ganz. Von daher denke ich, dass die hier auch weiter wandern wird. So ihr Lieben, das war der Inhalt der Black Friday Mystery Box von Colourpop. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Also ich habe mich ja so ein bisschen geärgert, dass in der letzten Box wirklich 6 bis 7 Lippenprodukte mit drin waren. Und das hatten wir hier jetzt nicht. Also von der Zusammenstellung her war das eine richtig, richtig gute Box. Wir hatten Paletten, wir hatten Blushes, wir hatten ein Lippenprodukt, wir hatten ein Tool, wir hatten, was hatten wir denn noch? Eyeliner. Also von der Zusammenstellung her war es eine tolle, tolle Box. Jetzt die Farben, da könnte man, ja, da könnte man drüber streiten. Es sind natürlich Farben, die tendenziell eher in einer Mystery Box zu finden sind, wie der dunkelgrüne Eyeliner oder auch der zartrosane Eyeliner. Ich meine, das hat natürlich schon seinen Grund, warum genau diese Farben hier mit drin sind. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass Colourpop es dennoch immer schafft, einen guten Ausgleich zu schaffen. Es sind ein paar Farben drin, wo man sich denkt, wer soll das tragen? Es sind aber auch wirklich schöne Alltagstöne mit dabei. Also der Blush hatte zum Beispiel eine schöne Farbe. Die Palette, die erste, war komplett nudig. Also doch, ich bin schon sehr zufrieden, muss ich sagen. Und mich würde an der Stelle natürlich wie immer brennend interessieren, wie euch die Box gefallen hat. Lasst mir das unten gerne einmal ja, in den Kommentaren da, sodass wir uns diesbezüglich ein bisschen austauschen können. Denn ansonsten machen wir jetzt einmal mit dem Gewinnspiel weiter. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen rausgesucht, von denen ich hoffe, ja, dass ich euch eine kleine Freude damit machen kann. Zum einen hätten wir einmal von Beauty Bay die High Key Volume Mascara in Schwarz, da ja, Mascara ja eigentlich immer geht. Von Banana Beauty hätten wir hier einmal einen Highlighter in der Farbe Shim Shim Shady. Das ist ein Creme-Highlighter und ja, Highlighter und Weihnachten, das geht natürlich Hand in Hand, damit ihr unter dem Weihnachtsbaum schön am Strahlen seid. Von Bare Minerals hätten wir einmal ein Mineralist Lip Gloss Balm in der Farbe Serenity. So sieht Serenity einmal ausgepackt aus. Das ist ein sehr helles, rosanes, milchiges Gloss, welches bestimmt wunderschön und natürlich aussehen wird. Um eure Lippen aber nochmal extra zu pflegen, hätte ich hier einmal von Frank Body ein Lip Balm, mit welchem ihr euch hoffentlich streichelzarte Kussmünder pflegen könnt. Von Pixie by Petra hätten wir hier einmal den Brow Tamer, also ein ja, durchsichtiges Augenbrauengel.
Dann, um das letzte Produkt auch nutzen zu können, hätten wir hier einmal ein sechsteiliges Pinselset von Luvia. Und als kleines Highlight würde ich euch eine Palette verlosen. Und zwar wäre das eine nicht mehr erhältliche Palette von BH Cosmetics. Zusammen mit Alicia Marie wäre das die 1991 Palette. Wunderschöne Palette mit vielen matten und vielen duochromen Tönen. Also die hat damals ja den absoluten Hype abbekommen und ich dachte mir, das ist bestimmt eine schöne Palette, die man für Verlosungen nutzen kann. Und ja, sie liegt schon eine Weile bei mir, aber jetzt dachte ich mir, ist es Zeit, sie rauszuholen. Wie schon gesagt, alles, was ihr für das Gewinnspiel tun müsst, findet ihr in der Infobox. Schaut dort also bitte unbedingt einmal rein, denn sonst kann ich euren Beitrag leider nicht mitzählen. Ansonsten, ja, wären wir nämlich auch schon am Ende des Videos angekommen. Meine ganzen Weihnachtswünsche habe ich ja vorhin schon verteilt. Von daher, ja, bleibt mir jetzt eigentlich nicht viel übrig, außer mich dafür zu bedanken, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und ich würde mich natürlich wie immer sehr freuen, wenn wir uns auch bei meinem nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch noch besinnliche Weihnachtsfeiertage. Kommt gut in die neue Woche rein, bleibt gesund und macht's gut. Ciao!